So, wieder raus hier. Dann verkaufen wir zuallererst meinen ganzen Goldschmuck und dergleichen beim Krämer. Und inzwischen kenne ich die Stadt schon auswendig. Das ist ein wenig beängstigend. So, Gwendolyn. Goldschmuck, Goldschmuck. Wir haben so viele Dukaten. Es ist schon nicht mehr feierlich. Ich glaube, das war's. Talana klicken wir nicht an. So, 40%. Gwendolyn. Schöne Sache. Raus. Dann zum Waffenhändler die Roben verkaufen. Wer hatte die ganzen Roben? Die waren alle so schön in Reihe und Glied. Da. Eine. Zwei, drei, vier, fünf Stück. Hatten wir sonst was mitgenommen an Waffen? Ich glaube nicht. Nee, ich habe gerade mit den Gedanken gespielt, die Rapiere zu verkaufen. Mal wieder. Oh, die Pfeile sind schon wieder so mau. Das ging ja schnell. Aber nee, die Rapiere brauchen wir auf jeden Fall. Falls mal die Pfeile ausgehen, sollten sie immer eine Ersatzwaffe haben. Also, Falschen, Gwendolyn. So, wir hätten jetzt gerne noch... machen wir mal 80 Pfeile raus. Das geht ja doch schneller als gedacht. 0-0. Pfeile aufteilen. Erstmal alle zu dir. Und dann von dir aus... 40. Ups, das waren ein paar viele. Und so viele kann sie gar nicht. Sie ist nicht überladen, sie ist auch nicht überladen. Muss sonst noch irgendwas im Inventar gemacht werden? Du hast noch 8 Pfeile über, die kannst du mal ihr geben. So, das schaut doch ganz gut aus. Oh, Gerugon, ja, der kann richtig viel tragen gerade. Und das lassen wir auch mal so, denn ist er einfach unser Hauptpacktier. Raus. Welchen Tag haben wir eigentlich inzwischen? Wir haben den ersten Firun. Schon Winter. Und das merkt man auch recht schnell hier oben. Das heißt, wir gehen nochmal zum Krämer. Und gucken, ob es hier Wintermäntel gab. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal geguckt. Nee, haben sie leider nicht. Sollten wir uns aber in den anderen Städten mal umgucken. Weil tagelang durch die Wildnis zu reisen ohne ordentliches Winterzeug ist doch schon recht unangenehm. Stelle ich mir zumindest unangenehm vor. So, wir hätten gerne eine Suite. Und zwar für 5 Nächte. Vorher wird noch einmal meditiert. 10. Kann sich nicht konzentrieren. Hört auf, die Münzen zu zählen. So, schlafen. Ich hoffe mal, dass die 5 Tage jetzt reichen, um die Astralenergie einigermaßen hochzubekommen bei Talana. Und natürlich auch bei Myrim und Yallin. Ja, das sieht okay aus. So. Und wir haben Markttag. Na, gucken wir mal, ob es da was Besonderes gibt. Bisher sieht es nicht besonders aus. Ah, doch, die Robe. Stimmt. Ich habe mir sagen lassen, dass die grüne Robe genau die gleichen Werte hat wie die andere. Aber dafür wesentlich leichter ist. Das heißt, wir nehmen schon mal eine Robe mit. So, da falschen wir auch nicht. 0-0. Und überprüfen das Ganze mal. So, sie ist jetzt bei 7-6-4. Oh, ja, es macht einen riesen Unterschied. Sehr schön. Die Robe verkaufen wir dann gleich. Und hier ist die Robe nur 130 Silberstücke wert. Also ja, auf dem Markt sind die Preise wirklich nicht so gut. Aber sei es drum. So, hier haben wir schon mal für Talana eine schöne Robe gefunden. Gibt es auf dem Kräuterstand noch irgendetwas von Interesse? Nein. So, beim Krämer Winterzeug vielleicht oder so? Nee. Nur Fackeln. Und Fackeln brauchen wir ebenfalls nicht, da wir Talana haben. Die werden wir höchstens brauchen, wenn wir die Gruppe mal aufteilen müssen. Aber dann haben wir immer noch Yallin und Myrim, die beide auch Flimflamfunkel zaubern können.
So, ich könnte jetzt zurück nach das Pota, aber es wird mir langsam ein wenig zu albern, immer hin und her zu rennen. Das heißt, wir suchen uns jetzt den Hafen. Ne, wir suchen uns zuerst mal den Landausgang und dann suchen wir auf der Karte, wo die Chaland-Inseln sind. Ich denke, das wird entweder hier sein, hier oder da oben. Gehen wir einfach mal durch. Lalsjada, Chalanderhof. Ha, okay. Und wir sind schon ziemlich nah dran. Also ja, wir machen jetzt einen kleinen Abstecher dahin, suchen dann hier auf der Insel den Tempel des Namenlosen, versuchen das so weit auszuräuchern, um dann hierher zurückzukehren, um das Kartenstück zu bekommen. Und danach können wir immer noch nach das Pota gehen, falls wir Beute brauchen oder ein wenig Kampferfahrung. Achso, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie der Hafen da heißt. Es gibt nur diesen einen Punkt da, richtig? Liljastal. Ne, da sind zwar überall Pixel, die rötlich sind, aber nicht so rot wie eine Stadt. Also Liljastal. Gucken wir mal zum Hafen, ob da demnächst ein Boot kommt. Aber wenn nicht von hier, wo dann? Es liegen momentan leider keine Schiffe im Hafen. Okay. Im Laufe der nächsten Tage kommen Schiffe nach Vermag, Liljastal und nach Torval. Liljastal klingt doch super. Im Laufe der nächsten Tage. Okay, dann schlafen wir erstmal nur eine Nacht. Und gucken, ob jetzt das richtige Boot da ist. Nach Liljastal. Kostet nichts und dauert nur 6 Stunden. Ja, das nehmen wir doch. So. Und jetzt sind hier irgendwo auf der Insel Kultisten des Namenlosen. Da gehen wir doch gleich erstmal in den Tempel und spenden was. Auf das uns die Götter hold sind. Denn der Namenlose ist schon ein ernstzunehmender Gegner. Also, er selbst natürlich, auf jeden Fall. Aber selbst seine Kultisten sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das heißt, wir gucken uns erstmal hier ein wenig in der Stadt um. Denn wenn es hier auf der Insel Kultisten gibt, gibt es bestimmt auch in der Stadt irgendwelche Informanten. Wohin willst du deine Gruppe von Liljastal ausschicken? Zum Hof könnten wir. Sonst gibt es hier kein Ziel. Aber nein, erstmal zu Ende die Karte kritzeln. So, was haben wir hier? Es ist ziemlich groß. Also dafür, dass es so eine kleine Insel ist, wo sonst nichts drauf ist. Wir haben 3 Händler, das ist schon mal sehr gut. Wir haben einen Schmied, wir haben einen Tempel und 2 Heiler. Also alles, was man brauchen könnte, falls irgendwas in dem Tempel schief geht. Gehen wir aber erstmal in die nächste Kneipe und hören uns da ein wenig um, ob nicht irgendjemand Gerüchte gehört hat. Die Schäumende See ist doch mal ein schöner Name. Die Taverne ist nicht schlecht besucht. Wir hätten gerne... Wir könnten eine Runde für alle ausgeben. Aber wir sollten nicht unbedingt allzu viel Aufmerksamkeit erregen. Das heißt, wir nehmen erstmal 6 Bier und... Was wisst ihr denn so? Quer über die Insel könnt ihr zum Chalander Hof reisen. Das dauert nicht mal einen halben Tag. Damit können wir nur wenig anfangen. Er hat eventuell noch ein paar Informationen, muss sich aber um die anderen Gäste kümmern. Dafür werden wir jetzt von einer Frau eingeladen. Immer doch. Und zwar von Swafnild Ingramsdotter. Der beste Kräuterhändler der ganzen Gegend ist der Einbeinige in Prem. Okay. Ja, nach Prem werden wir bestimmt noch kommen, so eine große Stadt wie das ist. Also nochmal kommen. Und wir vergnügen uns weiter in der Theke, denn der Wirt hatte noch was. Schaut ruhig mal bei Alvine Thea Hass rein. Der beste Laden, den ich kenne. Na gut. Oh, wir werden schon wieder eingeladen. Die scheinen ja reges Interesse an uns hier zu haben. Kriegen wohl doch nicht ganz so häufig Besuch hier auf der Insel. Diesmal ist es eine Chala Trondesdotter. Wenn es euch dreckig geht, solltet ihr bei Branda Sturmtrutz vorbeibringen. Die bringt jeden wieder auf den Damm. Das wird dann wohl eine der beiden Heiler hier im Dorf sein. Und das war doch sehr zuvorkommend.
Wir bezahlen unser Bier, gehen und schauen uns dann mal auf diesem Michelander Hof um. Also soweit, es gibt 4 Ausgänge. Also soweit merkt man noch nichts wirklich von den Kultisten. Aber das ist ja auch der Sinn dahinter. Man soll ja nicht wissen, dass sie hier sind. Und ansonsten ist die Stadt sehr zugänglich. Also genug Gasthäuser, genug Händler, Heiler, Tempel, alles da, was man haben will. Hier könnte man sich gut niederlassen. Aber das dauert noch ein paar Jahre für unsere Helden, würde ich sagen. Wir können einmal nach Liliastal zurückgehen. Wie jetzt? Wir können einmal um die Insel rumgehen, oder? Das machen wir doch mal. Okay. Ah, okay. In der Stadt gab es 4 Ausgänge. Einmal im Norden der Hafen. Osten und Westen ist wohl einmal im Kreis um die Insel gehen. Und der südliche Ausgang geht dann zum Hof. Würde jedenfalls Sinn machen. Wir suchen nach Kräutern. Und zwar ein bisschen länger als sonst. Da es hier auf der Insel vielleicht irgendwelche Kräuter gibt, die es an Land nicht gibt. So, 3 Gullmondblätter. Oh, da fällt mir ein, um besondere Kräuter zu finden, sollten wir erstmal Platz haben. Gerugon, trag mal 1-2 von den Werkzeugen, die wir so selten gebrauchen. Das Brecheisen auch noch. So. Wachen sollten wir auch noch aufstellen. Wer weiß, was sich hier so rumtreibt. Und schlafen. Oh. Orks oder Goblins? Goblins. Hier auf einer Insel? Das ist ja kurios. Komisch, dass die Stadtwachen sich nicht darum gekümmert haben. Na gut, Waffe wechseln, Langbogen, ein wenig Abstand nehmen. Du läufst einfach weg. Ah, mit Goblins machen wir kurz einen Prozess. Du stellst dich mal dahin. Ja, selbst Gwendolyn macht gleich einen schönen Treffer. Eventuell Gerugon auch. Na, also, so muss das gehen. Ah, schade. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Tirik jetzt mit einem Schlag den Goblin niederstreckt. Aber so ist es ja auch in Ordnung. Der Kampf geht schnell genug. Da können wir mal nicht Computerkampf machen. Ich will nicht schon wieder die Waffen wechseln müssen. Du haust den. Du nimmst etwas Abstand und schießt auf den. So. Du schießt auch auf den. Und der Goblin flieht. Feiges Back. Naja, Rotpelz eben. Tirik, du läufst mal dahin in der Hoffnung. Nein, nicht direkt vor. In der Hoffnung, den Weg abzuschneiden. So, das macht dann halt Gerugon. So, und du stehst da verdutzt rum, warum plötzlich ein Zwerg vor deiner Nase steht. Und du schießt ihm in die Seite. So, 6 Abenteuerpunkte. Oh, und die Ration scheint langsam zur Neige zu gehen. Ein Hirte hütet hier auf einem kargen Feld eine kleine Ziegenherde. Wollt ihr den Hirten nach dem Weg fragen, euch über eventuelle Gefahren erkundigen oder weiterziehen? Wir erkundigen uns mal über eventuelle Gefahren. Nein, hier war es immer ruhig. Außer unseren Piraten. Piraten? Gibt es hier keine Seeräuber und Monster, hat es hier auch nicht. Nur einen Tag weiter im Süden. Da geht es einmal im Monat um. Immer bei Vollmond kann man aus einem alten Stall ein fürchterliches Geheul hören, als wenn ein Chor der Verdammten den Herrn des Todes sein Leid klagt. Okay. Das wird dann eventuell die Kohorte des Namenlosen sein. Und sie haben hier wohl auch Piraten. Na gut. Ein Tag südlich. Da gehen wir gerade hin, oder? Na gut, erstmal Kräuter suchen mit Jallen. 6 Stunden. Eine Schuriknolle, ein Wirselkraut. Dann jagen wir mal mit Mürrem. Finden Wasser und was Essbares. Das sollten wir auch gleich verteilen. Denn ein paar von uns hatten ja keine Rationen mehr. So. 2 Rationen an dich. Und eine Ration an dich. So, das muss erstmal reichen. Wachen aufstellen. Und abspeichern.
Wie jetzt? Ich kann jetzt hier nicht abspeichern. Kann ich hier abspeichern? Nö. Na gut, dann muss ich wohl weiterspielen. So, weiterreisen. Hier wäre jetzt eigentlich ziemlich südlich gewesen. Aber der Hirte hat ja gesagt, einmal im Monat. Müssen wir jetzt einen Monat hier verbringen und warten, bis irgendwas passiert? Ich hoffe mal nicht. Na gut, wir gucken uns einfach nochmal hier außen um. Wenn wir nichts finden, gehen wir von der Stadt aus nach Süden zu dem Hof und hören uns da mal um. Der wohnt ja nah genug an diesem Spektakel dran, um da was mitzubekommen. Und der hat vielleicht genauere Informationen. So, einen Gewaltmarsch bitte. Oh. Links vor euch führt ein schmaler Pfad zwischen Felsklippen hindurch auf einen kleinen Hügel. Da gucken wir doch mal hin. Ihr steht vor einem verwitterten Pferdestall. Oh, das könnte der Stall sein, den der Hirte meinte. Im Inneren führt eine Treppe nach unten. Wir wollen das Gewölbe natürlich erkunden. Sehr schön. Das ist bestimmt die Stelle, wo die Kultisten sind. Jetzt speichern wir aber mal ab. Spiel sichern. LP 57. Und wir sehen uns gleich wieder.